Leider ist es so, dass das Thema Antisemitismus, Auseinandersetzung mit Antisemitismus in den letzten Jahrzehnten keineswegs von der Tagesordnung verschwunden ist. Wir haben ja in Europa ein absolut virulentes Problem damit, insbesondere die vielen Todesfolgen von Terroranschlägen auf jüdische Schulen, auf Juden in Supermärkten jetzt gerade und so weiter, macht deutlich, dass dieses Thema in der Bildungsarbeit nach wie vor eine Rolle spielen muss. Vor allem vor dem Hintergrund stärkerer Zuwanderung in die europäischen Länder und einer größeren Pluralität, einer größeren Binnenpluralität in den Ländern. Weil die Perspektiven zu Israel, zu der aktuellen Rolle von Juden auch in Europa, ist von vielen Zuwanderergruppen eine von anderen Erfahrungen geprägte als die von den europäischen Gesellschaften selber, wenn man sie denn als homogene betrachtet, die sie eben leider nicht mehr sind. Und von daher müssen wir natürlich in unserer Arbeit die permanente Auseinandersetzung mit Antisemitismus zum Thema machen. Das tun wir auch unter anderem mit der Internationalen Holocaust-Konferenz, die deutlich macht, dass das Thema des Holocaust und seine verschiedenen Facetten, in diesem Fall die unmittelbare Erfahrungsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, eins ist, was uns heute in unserer Arbeit, in der Bildungsarbeit außerhalb und innerhalb der Schule umtreibt. Wir haben gerade gemerkt, Sie lassen es nicht bei einer Dreitageskonferenz. Es gibt konkrete Projekte, Workshops, außerschulische und auch schulische Arbeit. Wie können Sie überhaupt Lehrer, Pädagogen das Jahr hinweg erreichen? Es ist so, dass die Bundeszentrale zum Glück auf der Seite der Lehrerinnen und Lehrer eine hohe Glaubwürdigkeit, Kredibilität hat. Und viele der Lehrerinnen und Lehrer, die sich in den Themen Geschichte, Politik, Sozialkunde, selbst Religion unterwegs beschäftigen, eben auf unsere Materialien zurückgreifen können. Und das nehmen wir natürlich in unserer Arbeit auch deshalb sehr ernst, diese Zielgruppen mit besonderen Angeboten zu erreichen. Wir haben zwei Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Auf der einen Seite das zur Kenntnis nehmen von wissenschaftlichen Forschungen, auch von Innovationen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung, neue Perspektiven, neue Arbeitsergebnisse. Und auf der anderen Seite, und das ist für uns ganz besonders wichtig, der Praxistransfer. Was mache ich denn mit diesen Befunden in der konkreten praktischen Vermittlung gegenüber verschiedenen Zielgruppen? Und das eben nicht nur innerhalb der Schule, sondern auch außerhalb der Schule in der Bildungsarbeit. Und diese beiden Komponenten, also up to date zu bleiben, was die wissenschaftliche Forschung betrifft, und den Transfer in die Bildungspraxis zu organisieren, das beschreibt, wenn man so will, auf den Nenner gebracht unsere Arbeit in diesem Zusammenhang. Übermorgen in Auschwitz bei der Gedenkfeier wird das Thema Überlebende, der Mensch, im Mittelpunkt stehen. Die letzten Zeitzeugen, das haben auch wir heute gehört, sterben leider. Es gibt kaum noch Überlebende, die berichten können. Anstelle der Menschen treten die authentischen Orte, auch in Berlin, auch in Deutschland. Gibt es eine Förderung von Gedenkstättenarbeit, von Museumsprojekten durch die Bundeszentrale oder vertrauen Sie darauf, dass die Pädagogen und Pädagogen selbst Initiativen dazu ergreifen? Es gibt ja das Gedenkstättenkonzept des Bundes seit schon längerer Zeit, mehrfach überarbeitet. Und die zentrale Förderung der Gedenkstätten als Erinnerungsorte, als authentische Orte, wird eben durch diese Bundesförderung organisiert. Die fördern vor allem in die Infrastruktur, aber auch in die Programmarbeit hinein. Es sind die Ausstellungen eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren komplett überarbeitet worden. Es sind wirklich bildungs- und didaktisch relevante Orte für Schulklassen geworden, in der auf allerhöchstem Niveau Angebote unterbreitet werden. Und wir haben diese Orte vor allem auch unter dem Regionalprinzip stärker erschlossen. Es sind neue Erinnerungsorte hinzugetreten, sodass also in den jeweiligen Einzugsbereichen der Bundesländer solche Erinnerungsorte auch mit pädagogisch-historisch-politischer Bildungsarbeit ausgestattet sind. Das soll auch in der Zukunft so bleiben. Wir haben als Bundeszentrale hier nicht die erste Förderpflicht, weil die von dem Bund, vom sogenannten BKM, also der Bundeskulturstaatsministerin, wahrgenommen wird, sondern unsere Aufgabe ist es, eher wieder diesen Praxisbezug herzustellen, nämlich durch konkrete Fortbildungen, die wir Multiplikatoren der politischen Bildung zuwenden. Es gibt jährlich Gedenkstättenseminare, die von der Bundeszentrale für politische Bildung organisiert werden und eben Publikationen, die aktuelle Forschungsergebnisse transferieren, wichtige Monografien, eben einem breiten Publikum zugänglich machen, sowie, das ist noch eine Besonderheit der Bundeszentrale,
ebenfalls eine Infrastrukturförderung neuer Publikationen für die Bibliotheken der Gedenkstätten. Das sind unsere Aufgaben. Wir sind also in diesem Bereich tätig unterwegs, allerdings keine Fördereinrichtung, sondern eher Unterstützer der Infrastruktur. Ich glaube, die Resonanz und die große Anzahl der Teilnehmer heute zeigt, dass es auch im nächsten Jahr eine weitere Konferenz geben sollte. Die internationale Holocaust-Konferenz findet alle 2 Jahre statt und das werden wir auch in der Zukunft weiter so handhaben. Ich bin immer am Anfang unsicher, wenn wir das Programm entwickelt haben, ob tatsächlich die Nachfrage so wie bei den letzten Malen stattfinden wird, und jedes Mal aufs Neue erstaunt, wie schnell diese Konferenz ausgebucht ist, als wirklich eine der zentralen Angebote, bestimmte Fragestellungen, die mit dem Holocaust zusammenhängen, zu beleuchten und dabei den aktuellen Forschungsstand und wirklich auch innovative Praxis kennenzulernen. Das ist eine zentrale Veranstaltung mittlerweile, die sich mit dem Thema Holocaust auseinandersetzt und die international rezipiert wird. Das merkt man auch an der Teilnehmerschaft. Es sind eben nicht nur Teilnehmende aus Deutschland, sondern auch Teilnehmende aus vielen anderen europäischen Ländern und darüber hinaus, die gucken, was wird hier vorgestellt, was kann ich für meine eigene Praxis mitnehmen. Es gibt wunderbarerweise viele Studierende hier, viele junge Leute, die wirklich etwas weitertragen wollen. Eine unserer großen Herausforderungen war es ja, gerade jüngere Menschen stärker zu erreichen. Das ist uns gelungen, einfach durch adäquate, auch jugendgemäße Kommunikation. Wir sind sehr stark geworden im Bereich Online in den letzten 10, 15 Jahren. Und mittlerweile ist es so, dass jemand, der in Deutschland in den Geisteswissenschaften als Student unterwegs ist, zwingend auf die Angebote der Bundeszentrale zugreift. Sowohl die Publikationen als auch die Online-Angebote, als auch solche großen Veranstaltungen, weil man hier alles auf allerhöchstem Niveau bekommt. Und zum Zweiten, und das ist eben auch für Jugendliche ganz besonders attraktiv, interaktiv sich beteiligen kann. Der letzte Teil dieser Konferenz, der Praxistag, ist eigentlich einer, der Interaktion zwingend erforderlich macht. Was mache ich denn mit den Befunden, mit den Kenntnissen? Um das anzuwenden und darüber zu diskutieren, wie ich das anwende, auch eine kritische Reflexion der entsprechenden didaktischen Konzepte vorzunehmen, das gehört zu dieser Konferenz mittlerweile zwingend dazu. Und es gibt sogar Teilnehmende, die nur diesen Praxistag besuchen, weil er eben sozusagen von erheblicher Bedeutung für ihre praktische Arbeit ist. Und gerade junge Leute sind da sehr effizient und suchen sich das raus, was sie wirklich brauchen. Ich bin gespannt auf die nächsten 2 Tage. Herzlichen Dank. Nicht zu danken.